Hallo, mein Name ist Roman Karlczyk und es freut mich, euch heute etwas wieder vorstellen zu dürfen. Nun, die Nikon Z6 Mark II. Ja, das ist die echte Z6 Mark II. Ich sage das deswegen, weil ich ein paar Videos schon gesehen habe, wo eine Z6 in die Luft gehalten wird und über die Mark II gesprochen worden ist. Und ich nehme natürlich an, dass diejenigen, die hier gesprochen haben, doch die Mark II irgendwann einmal in der Hand gehabt haben und darüber etwas referieren können. Anders jetzt wäre es traurig, weil nur vom Zettel ablesen, die Unterschiede zwischen der Z6 und der Z6 Mark II, das macht nicht viel Sinn, weil, wenn man sie in Händen hält, schaut alles ganz anders aus, auch bei mir. Und deswegen möchte ich euch im folgenden Video sagen, was ich für mich herausgefunden habe. Seid gespannt, bleibt dran, es wird wirklich spannend. Nun die Z6 Mark II. Am Zettel, am Vergleich hat es mich nicht so von den Socken gerissen. Ja, es war notwendig, einen zweiten Kartenslot einmal einzubauen in die Kamera. Ja, das stimmt. Das hat man nun in der Z6 Mark II. Man hat die Möglichkeit eben hier diesen XQD, ein XQD oder eine CF Express Karte und eine SD-Karte endlich einzulegen. Das heißt, man muss nicht unbedingt gleich beim Start von der Kamera die teuren XQD-Karten kaufen, die ja viele hunderte Euro kosten, sondern man kann hier eine Qualitäts-SD-Karte auch einstecken, die man wesentlich günstiger bekommt. Aber das sollte eigentlich nur dazu dienen, dass hier eine Ausfallsicherheit entsteht. Ja? Also dass man sozusagen, man kann das spiegeln, das System, man kann es erweitern, das System, also die Speicherkapazität kann erweitert werden. Also es gibt da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten dann im Menü. Das, was aber nicht, was diese Kamera jetzt sozusagen so wichtig macht. Ja? Okay, die zwei Kartenslots sind für Profis vielleicht wirklich ganz notwendig, wenn man eine Hochzeit fotografiert, Events fotografiert, irgendwelche Dinge für Reportagen macht und die eine Karte fällt aus, damit man es auf der anderen hat, ist sicherlich ein wichtiger Teil. Der noch wichtigere Teil, den seht ihr von außen nicht. Und die Kamera schaut aus wie die normale Z6. Wie soll ich sagen, normale? Die normale Z6 hat nicht viel mehr Knöpfe und nicht viel mehr Bedienungselemente. Ja, aber was macht sie denn so wirklich interessant? Interessant ist das, was drinnen ist. Zwei Prozessoren, die sich um die Bildverarbeitung kümmern. Und das merkt man. Da geht's ab, Freunde. Da ist Augenfokus, Gesichtsfindung, alles das sowas von beschleunigt. Wirklich, wirklich, wirklich. Also ich muss sagen, selten so begeistert gewesen von diesen Features, die da abgehen, wenn man Personen fotografiert. Die Verfolgung, die AF-Verfolgung. Also wenn man die einmal in der Hand hat, und wenn man die Z6 kennt, die vorige, die war auch keine lahme Ente. Aber da geht die Post ab. Da geht wirklich die Post ab, was diese Sachen betrifft. Nun, für wen zahlt sich's aus? Wer sollte wechseln oder warum sollte man sich's kaufen? Alle diejenigen von euch, die daran denken, Personen in Bewegung zu fotografieren, Tiere in Bewegung zu fotografieren, die sollten sich die Z6 Mark II unbedingt ansehen. Die Z6 ist ein cooles Teil, die normale Z6. Aber das ist hier sozusagen der Beschleunigungshammer. Da geht die Post ab. Und wir sind nicht mehr weit auseinander mit anderen AF-Systemen von den Herstellern, die schon vorher gute AF-Systeme gehabt haben. Hier ist fast kein Unterschied mehr zu merken in der Gesichtsfindung, im Augenfokus. Wir haben im Geschäft von der Firma Fotoschneider viele, viele Tests gemacht. Ich habe meine Z6 mitgehabt, ich habe mir die geben lassen. Wir haben auf beiden Kameras idente Einstellungen gehabt, idente Objektive, alles selber Firmwarestand. Da war alles so, dass man es vergleichen konnte. Wir haben es auf einer Doppelschiene gehabt. Ich habe da hier eine Doppelschiene, zeige ich dir kurz.
So, auf dieser Doppelschiene haben wir es montiert gehabt, die Kameras, und sind hier wirklich so herumgefahren und man hat deutlich gemerkt, wie schnell die Z6 Mark II hier Gesichter findet, hier Augen findet. Wie gesagt, das war auch keine lahme Ente, die Z6 schon, mit dem neuen Firmware-Update, mit dem letzten. Da ist sehr viel gemacht dann. Aber mit dem ich sehe es einmal auf die zwei Prozessoren, die da drinnen arbeiten, ja, die sind wirklich ein Hammer. Was hat sich noch geändert? Es hat sich der Akku geändert. Dieser Akku heißt jetzt der 15, ich muss es runterlesen, tut mir leid, ENEL15C. Vorher haben wir die B-Serie gehabt, ja, das ist die B-Serie noch. Worin unterscheiden sie die? Diese Akkus sind in der Lage, über den USB-C, ja, währenddessen, dass ich filme, auch geladen zu werden. Das heißt, ich kann die Kamera sozusagen auf dem Stativ lassen und wenn ich sie nicht benutze, dann wird sie halt dabei geladen. Ja? Also das sind alles Vorteile, die man hat. Das vom Display her, vom Sucher her brauche ich euch nichts erzählen. Das ergibt sich alles aus der 6er Serie, aus der Z6 Serie. Im Menü sind einige Punkte dazugekommen, klarerweise aufgrund dessen, dass jetzt hier zwei Kartenslots sind, die kann ich dann verschiedentlich konfigurieren. Und es sind andere Menüpunkte auch noch dazugekommen, wobei ich sagen muss, im Detail möchte ich mir das jetzt nicht mit euch anschauen, aber für diejenigen, die sich die Frage stellen, brauche ich die Z6 II, wenn ich die Z6 habe? Noch einmal, das Kriterium sollte sein, arbeitest du mit Sportlern in Bewegung, arbeitest du mit Tieren in Bewegung, ja? Überall dort, wo Dynamik und Bewegung ist, ist die Z6 Mark II, ja, der Z6 voraus, um einiges. Das muss ich ganz offen sagen. Wenn du aber in dem Bereich arbeitest, moderate Bewegungen, also so sage ich mal, so ganz moderate Bewegungen, wenn du in dem Bereich arbeitest, Porträtfotografie, wenn du in dem Bereich arbeitest, Landschaftsfotografie, wenn du in dem Bereich arbeitest, Architekturfotografie, ja, dann bleib bitte bei deiner Z6. Bleib dabei. Ja, kauf dir lieber, wenn du sagst, ich habe schon ein bisschen was zusammengespart, der Umstieg wäre schon möglich, kauf dir lieber die guten Z-Mount-Objektive, die du zu diesem System kriegst. Kauf dir nur diese, die machen aus dieser Kamera noch einmal. Die geben mir nur am Booster und die Erfolge, also die Bilder sind einfach ganz anders. Schärfenzeichnung, die Korrektur der Linse ist ein Wahnsinn. Also ihr werdet sehen, ihr werdet nur hochzufrieden sein, wenn sie mit dem richtigen Material, mit dem richtigen nativen Z-Mount arbeitet. Von der Firma Nikon. Ich kann euch leider noch keine Tipps geben, ob es außerhalb von Nikon Z-Mount-Objektive gibt, die gut sind. Ja? Weil ich nur die Z-Mount von Nikon verwende derzeit. Vielleicht kommt da mal was am Markt, das interessant ist, dass man vielleicht nicht nur Nikon-Objektive nehmen muss, sondern vielleicht kann man dann auch irgendwo von einem anderen Hersteller, von einer Tamron, von Sigma, ich weiß nicht von wem alle, kann man mal nehmen und vielleicht sind die auch dann so gut. Aber momentan muss ich sagen, investiert in die Objektive, wenn ihr ein Z-Mount habt und versucht vom F-Mount, also F-to-Z-Adapter wegzukommen aufs Native. Da werdet ihr wirklich Unterschiede sehen. Ich habe dazu einen Beitrag gemacht und zwar ist da gegangen um das 70 bis 200 und da sieht man ganz deutlich die Qualitätsunterschiede, die es geben kann. Ja? Also zwischen dem Z-Mount, klarerweise, das Z-Mount kostet Geld, ja, das kostet sehr viel Geld und einen Tamroner, wobei ich sagen muss, FDZ-Adapter, Tamron, klarerweise, diese Übersetzungen machen sie auch nicht leicht oder nicht besser, wenn man dann fotografiert. Ja. Wobei, noch einmal, da sind keine schlechten Bilder herausgekommen mit dem Tamron, mit dem FDZ-Adapter, sondern wenn sie hochoptimiert arbeiten wollt, dann bitte nur die nativen Z-Mount. Objektive. Die passen dazu. Ja, gut. Wie gesagt, ich war bei der Firma Foto Schneider, wir haben dort eigentlich nur herumgeblödelt, aber beim Blödeln ist was rausgekommen. Nämlich, wir haben dann die Kamera genommen und sind gestanden, so quasi so zack, wie Revolverhelden. Nicht? Und zack, das Ding war auf dem Auge. Es war eigentlich ein Erlebnis. Ja, was ist übrig geblieben? Ich habe meine Z6 dort auf den Ladentisch gelegt und habe mir die Z6 Mark II genommen und bin nach Hause gegangen. Nikon hat jetzt, und wir haben jetzt November 2020, eine Aktion.
die noch einige Zeit geht, wenn sie eure Kamera zurückgibt, also es muss ja KZ6 sein, aber eine Kamera zurückgibt, dann bekommt sie 200 Euro mal Eintauschbonus. Klarerweise bei mir war es noch so, dass meine Kamera natürlich auch einen Restwert gehabt hat, die Z6, die ich benutzt habe. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin super zufrieden damit und ich freue mich schon. Ich freue mich, wenn ich jetzt auch im Dezember die Z7 einmal testen kann. Ja. Was soll sich da anders ergeben? Gut, bei der Z7 ist dasselbe. Wir haben wieder zwei Kartenslots bei der Z7, wie hier. Und wir haben auch dort die zwei Prozessoren. Und da bin ich schon gespannt, wie sich das auswirken wird bei der Fotografie, weil mit der Z7 mache ich sehr, sehr gerne Porträtaufnahmen. Ich mag halt Szenen oder ich erzeuge Szenen, die möglichst realistisch sind. Und da lasse ich die Leute drehen, gehen, laufen, alles Mögliche. Und das mit der Kamera dann einzufangen zu können, wo man dann sieht, wie gut das Foto geworden ist, das macht Spaß. Fazit: Wer braucht die Z6 Mark II? Alle diejenigen, die mit bewegten Objekten arbeiten. Ob das jetzt dann Menschen sind, Tiere sind, egal, alles was sich bewegt und alles was du abbilden möchtest. Bei einer Reportage, egal was, Sport, Autosport, wurscht, brauchst du diese Kamera. Warum? Sie hat einen tollen Autofokus. Also Abbildungen hochzufrieden. Wir haben bei Fotoschneider viele Tests gemacht mit Verschwinden aus dem Bildfeld, wieder reinkommen, runter, rauf, drehen. Er hat immer das Auge gefunden, er hat immer das Gesicht gefunden und das ist schon ein Hammer. Das ist etwas, worauf man sich verlassen kann und worauf man sich als Profi-Fotograf auch verlassen können muss. Ja, gerade wenn irgendwelche bewegten Szenen sind, Hochzeiten oder dergleichen, wo sich Menschen nach links und rechts drehen, plötzlich wieder erscheinen. Also das ist einfach wichtig, dass man hier Schärfe hat, dass man hier dann auf denjenigen die Schärfe hat, um den es eigentlich geht. Wenn du weiterhin Landschaften fotografierst, im Porträt, in Studios magst, wenn du Objekte fotografierst, Architektur fotografierst, bleib bitte bei deiner Z6. Da solltest du vielleicht eher darauf sparen, sage ich mal so, dass du die Z7 ansiehst, irgendwann einmal mit mehr Pixeln, mit mehr Auflösung. Da könntest du noch für dich einen Benefit herausholen, weil du aufgrund der Größe und aufgrund der hohen Auflösung natürlich viel mehr Sachen mit dem Bild möglich sind. Von der Retusche angefangen, weil hier mehr Details zu bearbeiten sind aufgrund der höheren Auflösung, bis hin zum Kroppen. Also da kann man noch etliches herausholen. Da solltest du überlegen, ob du nicht von der Z6 dann auf die Z7 umsteigst. Wart's ab, ich bin schon gespannt auf die Z7 Mark II, ob die genauso, also ich kann mir nur vorstellen, dass sie genauso gut funktioniert wie die Z6 jetzt, aber natürlich sind da andere Voraussetzungen. Es ist, wie gesagt, eine höhere Auflösung, es verlangt schon wieder ganz andere Techniken, mit mehr Auflösung zu arbeiten und ich bin da ganz gespannt, was ich da erleben werde im Dezember, wenn ich die Z7 Mark II in den Händen halte, ob ich hier auch so vom Platz weg sage, die Kamera brauche ich einfach, die brauche ich, weil sie so viele Vorteile hat. Jetzt ist einmal die Z6 Mark II und ich freue mich schon auf die nächsten Shootings und ich werde sicherlich nicht Model stillstehen lassen. Ich möchte diese Bewegung, ich möchte, dass sie durchziehen, dass sie springen, hüpfen, egal was sie, und das fotografieren, auf das bin ich ganz gespannt und auf das freue ich mich. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch und wie gesagt, ich habe das Original und rede nicht nur drüber, sondern ich verwende es bereits. Aufpassen, solche Beiträge sind oft nicht sehr ratsam, wenn man sich die reinzieht und glaubt, hier bekommt man wirklich 100% gute Auskünfte. Also, bis zum nächsten Mal, euer Roman Karlczyk. Ciao.